Es geht weiter, Freunde, mit einer neuen Folge von Clash Royale. Wir öffnen erstmal unsere alle Truhen. Deswegen legen wir mal mit der Gratistruhe los. 21 Gold und 3 Karten. Bogenschützen, ja. Ritter ist auch fast komplett verbessert. Und einmal die Pfeile, sehr gut. Dann haben wir noch mehr Truhen. Noch eine Gratistruhe können wir öffnen, okay. 22 Gold und 4 Karten. 2 Juwelen, sehr nice. Nochmal die Pfeile. Oh, der Bomber ist auch noch fast verbessert. Und eine Koboldhütte. What? Was ist das denn? Die hatten wir noch nicht. So, dann haben wir noch natürlich unten. Da okay, 3 Stunden öffnen. Da können wir erst morgen nochmal reingucken. Und dann haben wir wahrscheinlich auch 2 Gratistruhen. Ansonsten öffnen wir mal erstmal die silberne Truhe. 17 Gold. Ritter ist verbessert. Sehr gut. Und einmal die Koboldsperre. Beziehungsweise Sperko. Mini Pekka. Den haben wir jetzt die Karte freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich gucken. Öffnen wir nochmal hinterher die goldene Truhe. 69 Gold. Wow. Kobolde 2-mal. Okay, nice. Der Bomber ist fertig. Und die Bogenschützen auch fertig. Und, Musketierin haben wir leider nicht geschafft zu verbessern. So, wir gucken mal kurz. Okay, krass, Bomber. Moment, wir verbessern erstmal die Karten. Also, Bomber können wir verbessern durch 20 Münzen. Easy. So, Level 3. Schaden macht er auch nochmal fett. Flächenschaden, sehr gut. Den Ritter verbessern wir unbedingt. Das ist somit die stärkste Karte, die wir haben. Der ist Level 4, sehr gut. Und dann haben wir hier sehr viele neue Karten freigeschaltet. Den wählen wir natürlich. Hier den Mini-Packer. Der hat 600 Trefferpunkte. Den müssen wir auf jeden Fall wählen, Freunde. Dafür muss weg. Ja, was muss dafür denn weg? Das ist eine sehr und ja sehr gute und berechtigte Frage. Ich finde, wir tun weg dafür den Bomber. Und dann haben wir hier nochmal so ein Haus. Gebäude, die Sperrkobolde ausstößt. Nicht hineinschauen. Sonst kriegst du noch... Okay. Wählen wir auch mal aus. Dafür würde ich weglassen den Feuerball. Oder wie viel Schaden hat der Feuerball? 300. Wow, 300. Das ist eine gute Frage. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Ich finde, dann tun wir erstmal die Musketieren weg. Und dann schauen wir gleich mal, wie wir uns da beim Kampf überhaupt anstellen. Ansonsten können wir hier nochmal Bomber, Bogenschützen für 2 lächerliche Gold kaufen. Das machen wir mal. 4 Gold. So, damit haben wir die Bogenschützen schon mal verbessert. Hier können wir auch mal den Bomber kaufen. Wir haben im Moment genug Geld. Beziehungsweise Münzen. So, Pfeile machen wir nicht. Hier den... Oh, den Riesen. 20 Münzen, Leute. Ich würde ja schon gern mal den Riesen komplett fertig machen. Das haben wir jetzt nämlich gerade getan. Wow, 150 kostet das. Okay, müssen wir durch. Verbessern wir den mal direkt. Jetzt haben wir allerdings gar keine Münzen mehr. Aber gut. Bomberman haben wir auch verbessert. Ja, stimmt. Gut, dann müssen wir jetzt kämpfen. Bleibt nichts anderes übrig, außer ein bisschen zu fighten. Damit wir ein bisschen Gold reinholen, weil jetzt sind wir echt pleite. Ich bin gespannt auf meine Karten. So, was kriegen wir da zuerst? Wir kriegen zuerst... Nice. Den Riesen. Zack, setzen wir den mal. Dann setzen wir noch hier Koboldhütte hinterher. Sehr gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Kobolde da ausgespuckt werden. Ich habe keinen Plan. Aber setzen wir mal den Retter hinterher. Der spuckt weiterhin Kobolde aus. Das ist auch nice. Jetzt würde ich gerne mal die Hexe hinterher ballern. Aber gucken wir gleich mal, Moment. So, Hexe hinterher. Beruht er sich nur auf Verteidigung? Was macht der? Ich habe keinen Plan. Bogenschützen, Unterstützung bitte. Macht er überhaupt irgendwas oder will er einfach absichtlich verlieren? Ich weiß es nicht. Das kommt mir echt ein bisschen zu leicht vor. Picker wollen wir auch ausprobieren. Aber den brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee. Okay. Der Truhenwahnsinn ist vorbei. Nicht schlecht, schreibt. Danke für die Niederlage. Habe ich nicht so ganz gecheckt. 5 Münzen haben wir nur bekommen. Oh, das ist wenig. Aber wir haben einen Truhenplatz. Oh, 8 Stunden. Boah. Andere Truhe wird geöffnet. Wow. Das ist blöd. Dann müssen wir weiter fighten. Kein Problem. So, wir gucken gleich nochmal nach dem, was wollte ich denn gucken? Oh, wow. Da müssen wir jetzt hier verteidigen. Wenn der schon mal so einen Riesen ballert. Ja, nee, ist klar, Kollegis. Was ist denn da los? Oh, jetzt müssen wir verteidigen, unbedingt. Warum schießt er sein eigenes Ding da an? Kann ich mir nicht erklären, ehrlich gesagt. Wow, das hat er geschafft tatsächlich.
So, Riesen hinterher. So, die spuckt weiterhin Kobolde aus. Jetzt würde ich gerne die Hexe hinterher ballern. Ah, das dauert aber noch ein bisschen. Können wir Pika-Pika mal ausprobieren. Auch der Pika-Pika ist da sogar auch noch. Der macht den Riesen gerade fertig. Mist. Mist, Mist, Mist. Dann warten wir jetzt ab und schicken mal die Hexe hinterher in den Kampf. Allerdings machen wir das jetzt. So. Bogenschützen hinterher. Beziehungsweise vorne weg. Der Bomberman ist ja extrem stark von dem. Der macht so viele Leute platt. Oh Mann, ey, guckt euch das an. Ritter wäre ganz cool, wenn er vorgeht. Ist schon ganz nice. So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt würde ich gerne mal... Oh, guck mal, ja, der Ritter ist nur noch übrig. Jetzt können wir uns ein bisschen auf Verteidigung berufen. So, Pika Pika kommt angelaufen. Shit, shit, shit. Wir brauchen irgendwas Stärkeres. Holen wir mal selber Pika Pika raus. Ich würde gerne die Hexe rausholen. Oh, der mit seinen Bombermans, ne? Unglaubliche. Dass er so ein Pika Pika fertig macht, das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber gut. Wo schießt der hin eigentlich? Der Bomberman ist ja voll übertrieben bei dem. So, jetzt wartet er wahrscheinlich drauf, dass wir hier... Okay, nice. Jetzt das Ding platt. Pick, Verteidigung. Wir müssen ein bisschen Verteidigung gehen. Pika Pika. Wäre ganz cool. Ach, dieser Bomberman, der fuckt mich richtig ab, Leute. Das ist unglaublich, was der alles aushält. So, nochmal Bogenschützen als Verteidigung. Der schmeißt einmal, die sind platt. Das ist unglaublich, ey. Dann brauchen wir die Hexe. Komm, mach mal ein paar Skelette. So, wir haben noch 20 Sekunden. Das wird sehr, sehr knapper Fight. Würde ich jetzt mal spontan behaupten. Pika Pika. Oh mein Gott, guckt euch das an, ey. 10 Sekunden, ey. Oh mein Gott, das wird nix, Leute. Das wird gar nix. Eine Minute Verlängerung, okay. Der Kampf wird verlängert, weil es 1-1 stand, okay. Na gut, müssen wir gucken, dass wir jetzt den nächsten Turm hier irgendwie platt kriegen. Pika Pika hinterher. Aber das war jetzt vielleicht nicht so schlau, weil... Wir. So. Was jetzt? Was jetzt? Kampf vorbei. Ach so. Ah, okay. Wenn es verlängert wird, dann ist egal. Dann gewinnt man nur 2-1. Alles klar. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Eine weitere Truhe. Sehr gut. Ach, Münzen haben wir sehr wenig. Da sind wir echt pleite, kann man sagen. Wir brauchen 50 Münzen. Wow. Wir brauchen allgemein sehr viele Münzen im Moment. Oh, wow, 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 wow. Das wird heftig. Ich vermisse ja den hier. Prinz. Prinz Level 1. Der ist echt episch. Boah. Den hat das Striker gezogen. Hat er mir erzählt jedenfalls. Gesehen habe ich ihn noch nicht, weil der macht ja auch kein YouTube. Außer mit mir ein paar Aufnahmen und zusammen. So, wir wollten nach dem Clan gucken, genau. Clans. Jetzt gucken wir mal. Your Pick YouTube. Und dann müsste der eigentlich auftauchen. Clan. Nö, ich finde den irgendwie nicht. Ach hier. 10 Mitglieder. Dann treten wir mal bei. Guck mal eine Info kurz. YouTube Community Clan für Your Pick. Aha, warum auch immer das jetzt hier so. Weiß ich nicht. So, der Name wird immer in Stellung, weil wir aktiv. Wir sind aktiv und spenden. Okay, nice. Dann könnten mir jetzt ein paar Leute eventuell ein paar Karten spenden. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Oh, wir sind ziemlich weit unten. Kein Problem. Was vielleicht sinnvoll wäre, wenn man mich irgendwie mal befördert. Als Anführer, weiß ich nicht, ob das sinnvoll wäre. Könnt ihr mal vielleicht in den Chat schreiben, beziehungsweise in die Kommentare. Das wäre ganz cool. So, hier können wir um Karten bitten. Ich würde ja gerne mal die Hexe gerne haben. Können wir noch mehr um Karten bitten? Nein, wir können erst um 7 Stunden um Karten bitten. Okay, kein Problem, machen wir noch ein paar Kämpfe, bis wir hier die Truhen... die Truhen haben wir auch voll. Ist auch blöd. So, was ist denn hier? Einfordern. Teamspieler. Ach so, die Sachen können wir einfordern. Dann kriegen wir nochmal Diamanten. Beziehungsweise Rubine. Was sind das? Ich finde, das sind Rubine. So, die nächste Truhe machen wir morgen auf, aber wir kämpfen nochmal ein bisschen. So.
Dann gucken wir mal, was der gute Herr kann. Den Riesen schicken wir zuerst, klar, logisch. Hier hinten, ungefähr. Wenn es 10 voll ist. So, jetzt brauchen wir mal auf jeden Fall irgendwas, was uns verteidigt. Also, hochmäßig, luftmäßig. Oh, Valkyra hat der. What the fuck? Bogenschützen hinterher. Wow, Valkyrie geht ja extrem ab. Was ist denn da los? Wow, ich gehe kaputt. Das ist ja übertrieben. So, warum lädt das so extrem langsam auf mit der Hexe? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Oh, die hat... Oh mein Gott, der Riese ist auch fast platt. Das ist blöd. Schick mir den Ritter hinterher. Komm, 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 Kobolde. Raus da. Macht ein bisschen was. Och nö, jetzt kommt der noch raus. So, Picker hinterher. Wir haben nichts, was irgendwie Luft angreift. Das ist blöd beim Drachen, ne? Ach, scheiße. Nur die Kobolde, die Sperrkobolde. Mist. So, Riesen hinterher. Kobolde, macht doch mal was, bitte. Ich flehe euch an. Aber ist ein sehr starker Gegner, muss man sagen. Wir kommen auch nicht wirklich voran hier. Da tut sich irgendwie nicht viel im Moment. Valkyrie. Guckt euch das an. Guckt euch das an, das Theater da. Wow. Der hat uns einfach mal platt gemacht. So. Ich weiß gar nicht, kann man die Häuser bzw. diese Türme von uns verbessern? Ich weiß es nicht. So, Ritter. Komm, 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 komm. Wir müssen Päcker holen. Wäre ganz cool, wenn wir jetzt Päcker hätten. Komm schon, bitte. Nice. Jetzt wird das was. Jetzt brauchen wir natürlich allerdings... Oh, sie greift zum Glück hoch an. Aber der macht uns einfach fertig. 60 Sekunden verbleibende. So, Riesen hinterher schicken. Bogenschützen. Und die Hexe wäre auch ganz cool. Vielleicht sollten wir aber das Haus hier hinstellen. Macht mehr Sinn, glaube ich. Wow, 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 wow. Jetzt müssen wir auf Verteidigung uns irgendwie konzentrieren. Pfeile. So, hat nichts gebracht. Das ist schlecht. Brauchen irgendwas für hoch. Ja, nee, ist klar, ey. Der mit seinen blöden Drachen da, das ist ja unglaublich. Scheiße. Shit, wir sind ziemlich am Arsch, würde ich sagen. Allein schon diese Valkyrie und all diese fliegenden Dinger da. Wieso haben wir nicht geschossen? Ja, nee, jetzt macht das Ding kaputt. Oh, mit 6 nur noch. What the fuck? Ja, mit Pfeilen, jetzt bin ich platt. Oh mein Gott. Der hat es irgendwie geschafft. Unfassbar. Mit seinen blöden Pfeilen. Oh Mann, das war blöd gelaufen. Aber der hat echt fucking blöden Drachen. Da konnten wir irgendwie nicht wirklich was mit anfangen mit dem Drachen. Na gut, noch ein Kampf, Freunde. Ja, der Drache ist schwierig, wenn man keine Leute hatte da. So. Riesen zuerst. Aber erstmal warten wir ab auf 10. Eigentlich muss man auch warten, bis der Gegner was tut, aber jetzt haben wir gerade 10 voll. Riese gegen Riese. Hexe hinterher. So. Ich hoffe, die spawnt mal ein paar mehr. Jetzt müssen wir den hier links erstmal aufhalten. Komm, jetzt Bogenschützen hinterher. Die könnte ja noch ein paar mehr Skelette spawnen. Das wäre ganz hilfreich, finde ich. Ja, nochmal Valkyrie. Was haben die alle Valkyrie, Leute? So, das war irgendwie nix. Das war irgendwie nix, Leute. Das ist schwierig. Jetzt haben wir hier nichts, was wir irgendwie... Oh Mann, guckt euch das an. Wir haben nichts, was irgendwie oben angreift. Ah, blöd, blöd. Der Drache, das fuckt mich richtig ab, der Drache. Das ist echt blöd. Wir haben nichts, was den Drachen irgendwie wirklich fordert. Weil die Bogenschützen, die Leute. Mann. Komm, 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 jetzt. Ritter vor. So, jetzt schickt er erstmal einen Riesen. Mann, ey. Bis der da ankommt, dann ist schon alles tot. Guckt euch das doch mal an, ey. So, jetzt versuchen wir nochmal alles zu geben. Ach, warum schießt er genau da drauf, ey? Nee, Feuerball. Ballern wir mal da drauf. Ah, hat nicht viel gebracht. Schade. Ah, jetzt müssen wir irgendwie hinterher gucken. Guck mal, der baut jetzt das Ding kaputt. Wir brauchen irgendwas Stärkeres.
Ach, guck mal, guckt ihr das mal an. Guckt euch das mal an, ich bin platt. Blöder Drache und dann auch noch so... Ach, dumme. Richtig blöd. Haben wir keine Chance. Der Drache macht alles fertig. Wir haben einfach nix, keine Chance gegen den Drachen, das ist unser Problem. Da brauchen wir irgendwas, was, ja, wir brauchen am besten auch einen Drachen. Der ist schon gut, der ist richtig gut. Aber gut, ja, das war's heute, Freunde, für Clash Royale. Wir kämpfen morgen weiter, da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Truhen, die wir öffnen können. Das wäre ganz cool. Ansonsten sehen wir uns, ja, in der nächsten Folge von Clash Royale. Vielen Dank, gibt irgendwelche Tipps, falls ihr welche habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.